Ja, moin aus Hamburg. Mein Name ist, wie gesagt, Christian Garula. Ich komme von der Hamburger Klimaschutzstiftung. Und bei mir geht es jetzt um die klimaneutrale Schule. Ich behaupte, alle Schulen werden in Deutschland klimaneutral sein. Die Frage ist eher, wann sie dieses Ziel erreichen und auf welchem Wege. Und mit diesem Vortrag möchte ich zeigen, wie Schulen dabei eben vorgehen können und schöpfe dabei aus meiner Arbeit mit den Klimaschulen hier in Hamburg. Zu Beginn möchte ich einmal ganz kurz darauf eingehen, was die Hamburger Klimaschutzstiftung macht, um dann zu schauen, wo kommt denn eigentlich das CO2 in der Schule her? Denn von da ausgehend können wir dann sehen, was sind denn überhaupt wirkungsvolle Maßnahmen. Und im nächsten Schritt geht es dann darum, wie können diese Maßnahmen auch tatsächlich in der Schule umgesetzt werden. Und zum Ende möchte ich das einmal in fünf Schritte herunterbrechen hin zur klimaneutralen Schule. Erstmal zur Hamburger Klimaschutzstiftung, die betreibt unter anderem das Gut Karlshöhe, ein Umweltbildungs im Herzen von Hamburg. Aber wenn man da hinkommt, hat man das Gefühl, man ist plötzlich auf dem Land. Und dann laufen einem die Hühner um die Beine. Und da gibt es einmal eine Ausstellung zur Klimaschutz und Umweltschutz mit vielen praktischen Exponaten. Es gibt eine Kinderforscherwerkstatt mit vielen Experimenten, unter anderem auch zum Thema Energieeinsparung. Ein schönes Gelände mit Teichen, mit einem Wald und Rallyes, die da durchführen. Daneben ist die Stiftung auch in Schulen aktiv. Da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Im Wesentlichen drei verschiedene Nachhaltigkeitsprogramme für Schulen. Das ist einmal die Umweltschule, die kennen sicherlich viele auch aus anderen Bundesländern, gibt es auch europaweit, weltweit. Das ist eher projektorientiert. Dann gibt es das Prämienprogramm Energio4, Nachfolger von 50/50. Da bekommen die Schulen Prämien, wenn sie Energie sparen und wenn sie das pädagogisch begleiten. Und dann gibt es das Klimaschutzprogramm. Das geht darüber hinaus. Da suchen sich die Schulen eigene Ziele und entwickeln einen eigenen Klimaschutzplan für ihre Schule und setzen den um. Und genau, wir kommen ins Spiel und unterstützen einmal Energio4 mit Schulangeboten, Projektwochen, Ausbildung von Energieexperten. Und das ist mein Part, unterstützen das Klimaschulprogramm und entwickeln mit den Schulen Klimaschutzpläne und begleiten sie bis hier beim Einstieg in dieses Programm. Ja, Schulen sind bedeutende öffentliche Energieverbraucher. Und das Ziel der Klimaschulen ist deswegen auch, dass einmal der CO2-Ausstoß praktisch reduziert wird, aber das Thema eben auch versteckt im Unterricht sich wiederfindet. Also letztendlich geht es um Glaubwürdigkeit. Das, was in der Schule gelernt wird, wird auch dort gelebt und umgesetzt. Und auch wenn es heute um die klimaneutralen Schulen hier geht, ist, glaube ich, entscheidend, was die Schüler am Ende mitnehmen, mit in die Gesellschaft, mit in ihren Beruf und ihr Privates. Genau. Also zurück zur Klimaneutralität. Erstmal ist natürlich wichtig zu wissen, wo fällt in der Schule überhaupt CO2 an? Frage in die Runde, was ist denn der größte CO2-Verursacher in der Schule? Hier sind mal drei Möglichkeiten. Ist es der Strombedarf, ist es die Heizung oder sind es die Schulwege und die Klassenreisen? Dazu muss man sagen, das ist bei jeder Schule unterschiedlich, hängt auch davon ab, ob das in der Stadt ist oder auf dem Land. Hier mal ein Beispiel jetzt aus Hamburg, eine durchschnittliche Schule in Hamburg. Da sieht man schon, der größte Teil ist der Wärmebedarf, auch weil hier größtenteils noch mit Gas und Fernwärme die Schulen beheizt werden. Und die zweite, also fast die Hälfte, zweiter Platz, teilen sich dann Mobilität und Stromverbrauch. Interessant ist hier auch bei der Mobilität, die Wege der Lehrkräfte fallen genauso stark zu Buche wie die der Schüler, obwohl das viel weniger sind. Liegt einfach daran, dass sie von weiter weg kommen, häufig mit dem Auto fahren. Wie viel ist das jetzt? Ach genau. Und die übrigen Prozente teilen sich dann noch im Bereich Ernährung, die Beschaffung und der Restmüll, der hier verbrannt wird, untereinander auf. Klassenreisen spielt eine Rolle. Wie viel ist das absolut? Das sind für eine durchschnittlich große Schule so um die 600 Tonnen CO2 pro Jahr.
Wenn man sich das vorstellen möchte, in Luftballons, das wären ungefähr 120 Millionen Luftballons gefüllt mit CO2. Also immer noch schwierig vorzustellen. Pro Stunde sagen wir ungefähr 14.000 Ballons. Wenn man die jetzt alle sehen könnte, wäre ganz schön was los über der Schule. Nun ist die Frage, wer kann denn etwas daran ändern? Ist es natürlich die Schule oder der Schulträger? Gucken wir mal genauer darauf. Dazu teile ich das einmal auf. Klimaschutz an der Schule, das hat einmal mit dem Verhalten zu tun, mit dem, wie die Schule organisiert ist oder wie man die Dinge in der Schule organisiert und mit dem Bereich Technik und Bau. Und so der erste Bereich Verhalten, da kann die Schule selbst natürlich viel erreichen. Da geht es um so ganz praktische Dinge. Brennt das Licht noch nach dem Unterricht oder überhaupt nur, wenn es gebraucht wird? Wird richtig geheizt und gelüftet oder stehen die Fenster immer auf Kipp, wenn die Heizung an ist? Funktioniert die Mülltrennung? Ist die Beschaffung nachhaltig? Wird viel geflogen bei den Klassenreisen? Und am anderen Ende ist ein Schulträger oder Gebäudemanagement. Die kümmern sich um neue Gebäude, um die Sanierung der Gebäude, um neue Heizungsanlagen und dergleichen. Es gibt aber auch Zwischenüberschneidung. Also zum Beispiel die Regelung der Heizungsanlage funktioniert eben auch nur gut, wenn die Nutzer richtig mitspielen, die Thermostate richtig benutzen oder die Entsorgung. Der Nutzer eben auch muss erstmal überhaupt ein Container da sein für die Wertstoffe, damit die auch getrennt werden können. Ebenso bei den Schulwegen braucht es die Infrastruktur. Bei der Ernährung muss auch genügend Geld da sein, um sich Bioprodukte leisten zu können. Gleichzeitig wird die Schule in der Regel auch beteiligt bei der Planung von Neubauten oder auch bei Sanierungsmaßnahmen und auch Ideen und Wünsche einbringen. Und andersrum kann der Schulträger den Schulen Anreize geben, um Energie zu sparen, zum Beispiel mit solchen Anreizprogrammen wie 50-50. Schauen wir mal genauer hin, was denn an Einsparungen erreicht werden kann mit einzelnen Maßnahmen. Erstmal der Bereich Verhalten. Damit kann man um und bei ungefähr 20% CO2 immerhin schon einsparen. Oberster Punkt ist eben das Alltagsverhalten in der Schule, also das richtige Lüften, nicht anlassen. Damit kann schon fast 10% CO2-Emissionen vermieden werden. An zweiter Stelle, oder eventuell ist es auch mehr im ländlichen Bereich, ist eben die Mobilität, also vermehrt mit dem Fahrrad und dem ÖPNV zu Fuß zur Schule kommen. Und auch Flüge vermeiden, das ist sehr unterschiedlich, wie das gehandhabt wird in den Schulen, bringt eine ganze Menge. Auch bei der Ernährung. Allein die Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung einzuhalten, bringt ungefähr schon 2% Einsparung, einfach weil dann weniger Fleisch verwendet wird und weniger Fertigprodukte und dergleichen. Auch die Abfallvermeidung ist nicht zu vernachlässigen, ebenso wie die nachhaltige Beschaffung. Da hatten wir jetzt nicht so eine gute Datenlage, das könnte auch noch mal mehr sein. Dann der technische Bereich, da kann man sich vorstellen, Wärme ist ja der größte Batzen. Wenn man die Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien umstellt, da kann man richtig viel erreichen. Das wäre jetzt sogar noch mehr. Man kann nur nicht alle Einsparungen verrechnen. Normalerweise würde man erstmal das Gebäude dämmen, andere Einsparmaßnahmen treffen und am Ende dann auf erneuerbare Energie umstellen. Aber allein auch schon die Heizungsanlage, richtige Nachtabsenkung, die Heizkurven richtig einstellen und die Temperaturen und so weiter. Damit kann man schon richtig viel erreichen, auch ohne allzu große Investitionen. Bei Schulen, die entsprechend unverschattetes Dach haben, das auch entsprechende Lasten aushält, kann auch eine große Photovoltaikanlage viel bringen. Das ist auch finanziell lohnenswert. Strom aus einer Photovoltaikanlage kostet die Schule oder die Schulträger gerade mal um die 10 Cent. Nur ein Bruchteil dessen, was aus dem Netz bezahlt wird. Also in Hamburg kriegen jetzt alle Schulneubauten automatisch eine Photovoltaikanlage. Der Strom soll eben auch in der Schule verbraucht werden. Ja, tagsüber ist da ja auch Betrieb. Im
Wo bringt die Beleuchtung, Sanierung richtig viel? Beleuchtung ist in der Regel der größte Stromverbraucher in der Schule. Und nicht selten sehe ich da noch diese dicken Leuchtstoffröhren mit Starter, die verbrauchen richtig viel Strom. Wenn da so eine ganze Sporthalle mit 90 Lampen brennt, da könnte man schon fast ein kleines Dorf mit Strom versorgen, mit dem, was da anfällt. Dämmung ist natürlich auch ein Thema, ist manchmal schwierig, wenn das denkmalgeschützte Gebäude sind, aber zumindest die Kellerdecke, das oberste Geschoss, kann in der Regel gut gedämmt werden. Und damit, wenn wir es mal alles zusammenrechnen, kommt man schon gut und gerne auf 70-80% der CO2-Emissionen, die eben vermieden werden können. Nicht auf Null kommen mit Vermeidung, ist also auch bei der erneuerbaren Wärmeversorgung bleibt meistens ein gewisser Anteil fossiler Energie. Auch eine Photovoltaikanlage muss hergestellt werden, sodass am Ende immer noch ein Teil ausgeglichen werden muss. Was man da machen kann, da komme ich später nochmal drauf zurück. Jetzt die Frage, wie bringt man solche Maßnahmen auf den Weg? Dazu muss ich nochmal einen Blick auf die Klimaschulen werfen und wie die dabei vorgehen. Ganz grob kann man sagen, es geht im Prinzip darum, die großen Ziele, die es gibt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, runterzubrechen auf letztendlich die Schulen, sodass jede Schule ihren eigenen Klimaschutzplan bekommen mit auf sie abgestimmten Maßnahmen. Und bei diesen Maßnahmen geht es halt einmal darum, weniger CO2 zu produzieren, also weniger Energie zu verbrauchen, weniger Fleisch zu essen, weniger Flüge, weniger Material zu verbrauchen und auf der anderen Seite eben Positives, Klimapositives zu tun, mehr zu reparieren. Es gibt schon Schulen, die haben ihr eigenes Repair-Café gestartet, Dinge selbst herstellen, Kleidertauschpartys veranstalten und vor allem auch mehr zu dem Thema zu wissen in den Schulen. Das hatten wir ja gerade schon gehört, 20%. Man sollte da ein Schulthema sein und eben mehr Zusammenarbeit, schulübergreifende Vernetzung und dergleichen. Ich muss leider daran erinnern, noch 5 Minuten, Herr Rulla. Ja. Wie kommen wir da hin? Um den Klimaschutzplan zu entwickeln, muss man erstmal gucken, als Schule, wo stehen wir eigentlich? Das ist diese Bestandsaufnahme, da im technischen Bereich als auch im pädagogischen Bereich und dann in der Schulgemeinschaft zu sammeln, was gibt es dafür Ideen, kann auch mal Input von draußen mit reinnehmen und hat dann in der Regel immer genug Ideen zusammen, sondern halt schauen, was sind denn eigentlich die Ziele und Schwerpunkte der Schule und was lässt sich mit diesen Maßnahmen, mit diesen Ideen eigentlich konkret erreichen. Und dann geht es darum, hat man überhaupt Zeit dafür, kann nicht alles auf einmal machen, sondern wann macht es auch Sinn, wann wird vielleicht sowieso ein Gebäude saniert. Und ganz wichtig, wer kann sich darum kümmern, dass jede Maßnahme, man braucht auch Verantwortlichen, sich darum kümmert. Und das ist dann letztendlich der Klimaschutzplan. Das ist das eine, eine vernünftige Planung. Das andere ist eine Struktur zu haben für die Umsetzung und auch transparente Entscheidungsprozesse. Da hat sich gezeigt, dass es gut funktioniert. Man hat Hauptansprechpersonen, Klimaschutzbeauftragte oder Beauftragte heißt das in Hamburg, und ein Klimateam. Und die zusammen kümmern sich um die Entwicklung des Klimaschutzplans und um die Umsetzung. Das Klimateam sollte auch möglichst divers besetzt sein. Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, Hausmeister, Eltern, wenn möglich. Alle wichtigen Entscheidungen sollten von einem Gremium getroffen werden, in dem alle Gruppen der Schulgemeinschaft vertreten sind, also idealerweise der Schulkonferenz. Der sollte auch regelmäßig berichtet werden. Ja, ist keine kleine Sache und die schlechte Nachricht ist vielleicht, es ist nicht so einfach, das als Schule ganz alleine auf die Beine zu stellen. Die gute Nachricht ist, es gibt da aber auch eigentlich überall Unterstützung dafür. Also einmal in der Schule selber, es gibt häufig unter den Eltern Experten, ne, vielleicht einen Energieberater und auch im Schulumfeld, Nachbarschule vielleicht, die in dem Bereich schon aktiv ist. Darüber hinaus kann man an die lokale Verwaltung
die Kreisverwaltung dergleichen gehen. Es gibt häufig Klimaschutzbeauftragte, die können zum Beispiel helfen, Förderanträge zu stellen. Und es gibt auch viele Landesprogramme. Zwischen neben Hamburg gibt es auch eins in Berlin, in Sachsen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein. Und darüber hinaus können auch Energieagenturen helfen und Lehrerbildungseinrichtungen. Das ist zum Beispiel Hamburg Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, treibt es dort maßgeblich voran mit Beratung und Schulung. Und nicht zu vergessen eben Umweltbildungszentren, wie wir jetzt auch eins sind, und andere Organisationen und Initiativen. Da gibt es auch deutschlandweite, wie klimaneutrale Waldorfschulen oder Schools for Earth von Greenpeace. Da gibt es auch einen eigenen Vortrag in dieser Reihe. Gut, dann breche ich jetzt einmal runter auf die versprochenen 5 Schritte. Also zu Beginn steht eben die Schulgemeinschaft überhaupt erstmal zu überzeugen und genügend Menschen in der Schule mitzunehmen und auch, wie ich gerade sagte, von außen Unterstützung anzufordern, damit man gemeinsam einen entsprechenden Plan werfen kann, der dann auch von allen unterstützt wird. Und bei der Umsetzung macht es in der Regel Sinn, erstmal die Sachen anzufangen, die die Schule auch selbst in der Hand hat und parallel eben auch schon Schulträger, Behörde zu überzeugen, eben die größeren Maßnahmen, zum Beispiel den Zusammenhang mit den Gebäuden, anzugehen. Und das, was dann übrig bleibt am Ende, muss eben kompensiert werden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es kann Wald gepflanzt werden, es können EU-Emissionszertifikate gelöscht werden oder Entwicklungsprojekte unterstützt werden. Wichtig ist eben, dass es einen Bezug zur Schule hat und zu den Schülern. Abschließend möchte ich mit einem Beispiel von der Ehre Stadt der Schule. Hier ist Hamburg, die hat 2018 ihren Klimaschutzplan entwickelt und wurde als Klimaschule ausgezeichnet. Und die hatten sich vorgenommen, bis 2030 klimaneutral zu werden. Und die haben das eben auch genauso gemacht, die Schulgemeinschaft breit beteiligt. Wir haben Begehungen gemacht, Maßnahmen gesammelt, die wurden verabschiedet. Und haben dann erstmal mit den Sachen angefangen, die eben im Unterricht vor allem stattfinden. Projektwochen, Klimakurs, Energieexperten ausgebildet, parallel Energie aufgebaut und schon einen Verein gegründet, um eben Gelder zu sammeln für diesen CO2-Ausgleich. Mit der Schube Hamburg, also dem Immobilienmanagement, verhandelt, was die nächste Sanierung betrifft, damit da tatsächlich auch eine erneuerbare Wärmeversorgung umgesetzt werden kann. Das wird jetzt gerade die Machbarkeit geprüft und dann am Ende eben die übrigen Emissionen dann auszugleichen in einem eigenen Klimawald vor den Toren Hamburgs. Und so, zumindest Stand jetzt, scheint das Ziel, klimaneutral bis 2030, auch tatsächlich erreichbar zu sein. Vielen lieben Dank für diesen sehr motivierenden Vortrag, der auch, denke ich, viele Gedankenanstöße Schulen bietet, da nochmal für sich zu überlegen, wo sie stehen, wo sie hin möchten. Es sind noch Fragen im Chat und ich würde gerne die letzten 5 Minuten nutzen, um genau Ihnen diese Fragen auch zu stellen. Und die erste Frage bezieht sich auf die Menge des produzierten Kohlenstoffdioxids an Schulen im Vergleich zu Privathaushalten. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, also ich meine, wenn man sich vorstellt, als einzelne Person liegt man ja ungefähr bei 10 Tonnen CO2 pro Jahr. Die Schule war jetzt so bei 600 Tonnen. Klar, wenn man es runterrechnet auf die Personen dort, sind das ungefähr 0,6, also eine halbe Tonne CO2 pro Person an der Schule. Das ist quasi ein Teil der öffentlichen Emissionen, die auch in jedem persönlichen Fußabdruck mit drin stecken. Also, ne, wenn man es so vergleicht, ist es nicht ganz so viel, aber auch nicht unbedeutend. Also, ja. Noch eine Frage, und zwar, wie viel personale Ressourcen brauchen Schulen, um genau diese blühenden Landschaften, die Sie auf Ihrer letzten Folie haben, auch als Schulgemeinschaft zu realisieren? Also, die Schulen hier, die in dem Klimaschulprogramm sind, die machen das alles mit ihrem eigenen Personal, also den Lehrkräften, die schon da sind.
Und wichtig ist aber, dass sie eine gewisse Unterstützung bekommen. Also zumindest so ein paar Ausgleichsstunden. Teilweise gibt es auch eine Beförderungsstelle dafür, damit das geleistet werden kann. Also so ganz das nur nebenbei zu machen, ist ein bisschen schwierig. Es muss auch schon gewertschätzt werden, die Arbeit. Gut, ich sehe im Augenblick keine weiteren Fragen und wenn jetzt nichts noch auf Sie zukommt, würde ich mich sehr herzlich für Ihren Vortrag bedanken und hoffe, dass viele Schulen das als Vorbild nehmen und ermutigt werden, Ihrem Vorbild zu folgen und sich bei Ihnen auch vor allem zu vernetzen, Informationen abzurufen. Ja, und damit blühende, schöne, nachhaltige Schulgärten und Schulen vor allem zu realisieren. Ja, danke. Melden Sie Vielen, sich gern und vielen Dank fürs Zuhören. vielen herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.